Eine Abänderung des astronomischen Fernrohres ist der Feldstecher. Der Feldstecher hat zwei optische Systeme, eins für das rechte Auge, eines für das linke Auge. Beim astronomischen Fernrohr haben wir nur eine Röhre zur Verfügung. Die Linse, die dem Objekt näher ist, wird objektiv genannt. Die Linse, die dem Auge näher ist, wird okular genannt. Wenn wir das astronomische Fernrohr abändern, dann machen wir das so, dass wir hier in den Strahlengang zwei total reflektierende Prismen einbauen, die das Bild umkehren. Den Feldstecher kennt jeder und wir wollen nun das astronomische, das Grundkonzept dieses Fernrohres kennenlernen. Und das Grundkonzept ist das astronomische Fernrohr oder das Fernrohr von Kepler. Kepler hat sich diese Röhre selber gebaut. Er wollte von Galilei ein Fernrohr haben. Galilei hat zwar einige Fernrohre gebaut, aber für Kepler hatte er keines übrig. Deshalb hat Kepler sich selber ein Fernrohr gebaut und wir wollen so ein Kepler-Fernrohr skizzieren. Wir lassen 4 cm frei und zeichnen die optische Achse. Wir gehen sehr weit nach rechts. Wir wollen ganz außen anfangen. Das ist die optische Achse. Wir zeichnen ganz außen rechts im Heft den Brennpunkt F2'. Das ist der Brennpunkt des Okulars. Von diesem Brennpunkt messen wir 2 cm zum Okular und 2 cm zum vorderen Brennpunkt, den wir F1' nennen. Das Okular zeichnen wir 1 cm hoch. Es handelt sich um eine Sammellinse. Fernrohre haben ein Kennzeichen, nämlich die mittleren Brennpunkte fallen zusammen. Also der vordere Brennpunkt des Okulars fällt mit dem hinteren Brennpunkt des Objektivs zusammen. Da ist auch gleichzeitig der Brennpunkt F1, das nennen wir F2. Und von diesem Punkt messen wir 2,5 cm nach vorne und zeichnen eine größere Linse. Machen wir die 1,5 nach oben und 1,5 nach unten. Und diese Linse nennen wir das Objektiv. Diese Linse wird Okular genannt. Der vordere Brennpunkt noch. Und dann müssen wir noch einzeichnen, das ist der Brennpunkt F1. Das ist die Brennweite F1 und das ist die Brennweite F2. Der hintere Brennpunkt des Objektivs fällt mit dem vorderen Brennpunkt des Okulars zusammen. Das ist ein wesentliches Merkmal. Fernrohre dienen dazu, ferne Objekte zu betrachten. Deshalb, soweit es nur geht im Heft, den Gegenstand wegzeichnen. Wer das zu nah macht, wird keine Bildkonstruktion zusammenbringen. Also den Gegenstand sehr weit links einzeichnen und dann die Abbildung durchführen. Ich mache die Abbildung jetzt mit Lichtstrahlen, mit Violett, damit man die Strahlen auf der Tafel besser sehen kann. Parallelstrahl zeichnen.
Der Parallelstrahl läuft wie durch das optische System, das ist die Frage. Immer den Strahlengang zeichnen, aus einem Parallelstrahl wird ein Brennstrahl. Und da muss das erste Kriterium schon stimmen, ich muss die Linse treffen, weil das Okular ist eine sehr kleine Linse. Wenn ich das Okular treffe, dann wird daraus ein Parallelstrahl. Und wir haben die zweite Eigenschaft, die festzuhalten wäre, Parallelstrahlen verlassen das Fernrohr parallel. Die erste Eigenschaft war, Brennpunkte fallen zusammen. Bitte das notieren. Erste Eigenschaft, der hintere Brennpunkt des Objektivs fällt mit dem vorderen Brennpunkt des Okulars zusammen. Zweite Eigenschaft, parallel einfallende Strahlen verlassen das Fernrohr achsenparallel. Wir brauchen jetzt den Brennstrahl, der Hauptstrahl funktioniert jetzt nicht. Es geht viel einfacher mit dem Brennstrahl, also ein Brennstrahl wird ein Parallelstrahl. Und wenn der Gegenstand zu nahe ist, dann ist der Parallelstrahl zu tief und der trifft die Linse nicht. Aus einem Parallelstrahl wird ein Brennstrahl. So, und wir haben die zwei Lichtstrahlen, die wir brauchen. Das Lichtbüschel, das hier ausgeht, verlässt divergent das Fernrohr. Wir brauchen das Auge zur Bilderzeugung. So, da rein zeichne ich jetzt so das Auge. Das Auge verlängert die Strahlen nach rückwärts. Das kann also niemals ein reelles Bild mehr werden. Wo sich die Strahlen schneiden, diese zwei Strahlen, ist vollkommen egal. Auf der Linse oder hinter der Linse oder vor der Linse, das ist egal. Da ist der Schnittpunkt und wir haben das Bild. Das Bild ist das Bild B. Das Bild ist verkehrt und auf alle Fälle verkleinert und imaginär. Wir definieren nun eine neue Größe, und zwar die Sehwinkelvergrößerung. Das definiere ich hier oben, weil ich hier Platz habe. W, die Winkelvergrößerung, ist Tangens von Alpha M durch Tangens von Alpha 0. Alpha M ist der Sehwinkel mit Instrument. Das Instrument ist eben das Fernrohr. Alpha 0 ist der Sehwinkel ohne Instrument. Wo treten diese Sehwinkel auf? Also ohne Instrument, ich würde jetzt nur den Gegenstand anschauen, dann wäre das da der Sehwinkel Alpha 0, der logischerweise auch da drinnen wieder auftritt. Der Sehwinkel Alpha M mit Instrument, das, ich schaue also nicht auf den Gegenstand, sondern ich sehe ja das Bild. Und dann die Randstrahlen einzeichnen. Der Winkel da, das ist der Sehwinkel mit Instrument, Alpha M.
Wir rechnen nun die Winkelvergrößerung aus. Das mache ich da. Schreibe also an, W ist gleich. Der Tangens von Alpha M, das ist diese Strecke. Beim Fernrohr entsteht ein Zwischenbild durch das Objektiv. Und dieses Zwischenbild zeichne ich da grün ein. Ich hoffe, dass man das in der Zeichnung dann später sehen kann. Das ist das Zwischenbild B'. Das brauche ich zur Berechnung, weil ich setze jetzt an, machen wir da einen Doppelbruch draus. Tangens Alpha M ist dieses B', das tritt hier auf, gebrochen durch F2. B' durch F2. Das wäre dieses rechtwinkelige Dreieck. Jetzt schauen wir dieses rechtwinkelige Dreieck an. Tangens Alpha 0 ist jetzt da wieder B'. Das ist also B' gebrochen durch F1. Wir lösen Außenglieder mal Außenglieder, Innenglieder mal Innenglieder, B' fällt weg und das bleibt dann stehen, F1 durch F2. Und das ist die Winkelvergrößerung bei einem Fernrohr. Günstige Werte für die Winkelvergrößerung wären, oder schauen wir uns den Feldstecher an. Ich weiß nicht, jetzt, ob ihr das da lesen könnt, das ist immer angegeben, da steht 8 bis 24 mal 50. Also ich würde da jetzt sagen, 8 mal 50. Das steht dann auf diesen Fernrohren drauf. Die erste Zahl, das ist die Winkelvergrößerung. Und da hat man dann schon Probleme, das Fernrohr ruhig zu halten, sodass man das Bild ruhig sehen kann, die Winkelvergrößerung. Und das da ist der Objektivdurchmesser. Das ist der Objektivdurchmesser in Millimeter. Winkelvergrößerung mal Objektivdurchmesser in Millimeter. Interessant ist dann die Division der zwei Zahlen. 50 dividiert durch 8. Das ist gleich 8 mal 6, 6 mal. 2 Rest. Also das reicht mir schon, da brauchen wir nicht viel weiter rechnen. Es sind also ungefähr, also 8 geht in 20 zweimal. Also das sind ungefähr 6 mm, braucht nicht mehr, ungefähr 6 mm Lichtstärke, sagt man. Was diese Zahl bedeutet, werde ich gleich am nächsten oder im nächsten Bild dann erklären. Acht mal 50 steht am Fernrohr, damit ist also noch einmal, das ist also die Winkelvergrößerung und das ist der Objektivdurchmesser in Millimeter. Günstig wäre vielleicht ein Fernrohr 7 mal 56. Warum, möchte ich erklären. Das ist das Okular. Und aus dem Okular treten nun die Lichtstrahlen aus. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, ihr schaut ja mit eurem Auge, schaut ihr jetzt mit dem Auge, schaut ihr jetzt durch das Fernrohr. Das ist also das Okular. Und das sind die Lichtstrahlen, die in euer Auge gelangen.
7 ist die Winkelvergrößerung, 56 vorne sehr breit, das ist der Objektivendurchmesser und die Division dieser zwei Zahlen ist entscheidend. 56 durch 7, dann kommt da 8 mm raus. Das heißt, der Durchmesser, dieser Durchmesser beträgt dann 8 mm. Und sowas nennt man dann die Lichtstärke des Fernrohres. Und auf das kommt es an, das ist die Lichtstärke des Fernrohres. Beim Dämmerungssehen macht die Pupille nämlich maximal 8 mm auf. Viel mehr kann man nicht nützen. Weiter kann die Pupille nicht aufmachen und deshalb haben Fernrohre mit höheren Lichtstärken dann praktisch ja keinen Sinn. Sie machen keinen Sinn. Also die Lichtstärke erhält man, indem man den Objektivdurchmesser durch die Winkelvergrößerung dividiert. Das ist der Durchmesser des Lichtbündels, welches in unser Auge gelangt. Mit dem GeoGebra-Programm kann man das natürlich nachvollziehen, was hier passiert. Wir schalten alles aus. Wir können vielleicht da die blauen Punkte, kann man also immer verändern, je nach Anforderungen. Die Brennweite F1 ist klar, die Brennweite F2 ist klar, die muss immer kleiner sein. Die Brennpunkte müssen, der hintere Brennpunkt des Objektivs muss mit dem vorderen Brennpunkt des Okulars zusammenfallen. Abbildung geht immer so mit dem Parallelstrahl und wir brauchen jetzt einen zweiten Strahl, das ist der Brennstrahl. Das kann das Strahlenbüschel einblenden. Und man sieht, dass das Strahlenbüschel divergent das Fernrohr verlässt. Man kann das Bild konstruieren und man kann die Sehwinkel einzeichnen. Man sieht jetzt hier, dass die Sehwinkel, das Verhältnis F1 zu F2 nicht viel ist, 1,41. Und man kann das jetzt steigern oder auch nicht, indem man da jetzt die Brennweiten kleiner macht. Und von mir aus da die Brennweiten größer macht und so kann man also dann das, die Winkelvergrößerung einstellen. Da hätte ich einen Sehwinkel mit Instrument von 23 Grad und hier einen Sehwinkel von 10. Das wäre eine Winkelvergrößerung von 2,36. Fürs Nachtsehen, habe ich euch gesagt, wäre eine Winkelvergrößerung, eine Sehwinkelvergrößerung von 7 bis 8 erstrebenswert, weil man dann beim Dämmerungssehen den vollen Lichtstrom ausnützen kann. So sieht der Aufbau eines Feldstechers aus. Das Objektiv mit dem Durchmesser vielleicht 56 mm. Mit der Winkelvergrößerung 7 und der Lichtstrom würde da mit 8 mm Querschnitt hinausgehen, also mit dem Durchmesser. Das erste Prisma ist total reflektierend, das vertauscht links mit rechts. Das zweite Prisma ist auch total reflektierend und vertauscht oben mit unten und wir sehen seitenrichtige Bilder. Zusätzlich sind zwei Rohre zur Bilddarstellung vorhanden, eines fürs linke Auge, eines fürs rechte Auge und damit wird das Bild plastisch, räumlich.